Und herzlich willkommen zurück zu The Forest mit Arezo. Ich bin Arezo. Mit dabei ist weiterhin Stinrek. Iho. So. Und okay. Grab. Ich werde jetzt mal ein bisschen. Ein Grab und Kassette. Und essen. Ja, ja. Oh, und ein Foto von einer Yacht. Ach, das hast du jetzt erst gefunden? Na, ich habe mich ja vorher nicht weggetraut. Das war erst noch an sehr gut. So, der sagt einem immer ganz lange, dass man da ins Überlebensbuch gucken muss, wenn man es nicht mal ab und zu tut. Deswegen habe ich das jetzt mal getan. Oh, gleich gibt's lecker Essen. Ich habe schon mega Kohldampf. Also ich gehe gerade hier mal zu in Richtung dieses Riesenbaums da hinten. Ja, warte. Ich wollte mitkommen. Ich musste nur noch schnell was essen. Okay. So. Dann. Weil ich hatte schon extrem Hunger. Hm. War schon da, wo der kleine Bach war. Ja, ich sehe es. Ganz viele Schildkrötenpanzer und noch Fleisch. Fleisch auch noch? Ja, hast du beides liegen lassen. Was? Und bei ganz mir war viel nur noch, Stoff, das ist gut. Bei mir waren eigentlich nur noch Panzer und Köpfe. Ne, der Loot scheint hier ein bisschen separat verteilt zu sein, eventuell. Oder die Köpfe werden mir dann als Fleisch angezeigt. Das kann auch sein, ja. Okay, dann mach ich das. Da war eine Banane drin. Am nächsten Morgen. Dann weiter Holz fällen. Können wir hier mal so ein bisschen rumrennen. Ja, dass ich jetzt hier nach unten gekommen bin, ist. Was ist das? Okay, das ist definitiv ein Totem oder ähnliches. Komm mal mit zurück. Hier gibt es einen Weg nach oben. Ich glaube, es ist besser, wenn wir nicht vom Strand her hingehen, sondern. Naja, aber hier geht es auch noch weiter. Einmal rum. Na gut. Ich bin bei dir gleich. Gut. Oh, da hinten ist so eine kleine Insel. Oh, okay, ich glaube, ich baue mir wirklich mal ein Floß. Das ist cool. Oh, hier sind ganz viele Koffer im Wasser. Koffer sind gut. Oh, Geld. Oh nein. Stoff und Geld. Aber da kommt man jetzt nicht hin, ne? Oh, siehst du da hinten das? Das sieht aus wie ein Wrack. Ja, deswegen will ich nachher mal einen Floß bauen. So, guck mal, hier kommt man ja gleich hoch. Ah, verdammt, man kann hier unten die Axt nicht benutzen. Was man natürlich versuchen könnte. Oh, hier ist ein Stück vom Flugzeug. Nee, das ist ein Heli, oder? Oh, und da läuft jemand lang. Okay, das ist witzig. Du kannst hier nach unten tauchen, die Koffer nach oben schieben und dann hast du da das Zeug rausholen. Ja, hier haben wir Besuch auf jeden Fall. Okay. 2, 3 zähle ich. Oh, oh. Haben wir Besuch oder besuchen wir? Wir besuchen. Oh, da ist einer. Hallo. Okay, ich habe meinen Bogen. Wenn ich treffe, kann ich damit one-shotten. Okay, ich hole hier mal eine Streitachs raus. Sehr gut. Ja, so ein Bogen ist echt cool. Guck mal, da hinten sind auch nochmal 3. Das hier kann ich nicht. Welche verschwinden lassen? Achso, das ist eine Keule. Ja. Du vergiftest damit das Wasser. Nee. Guck mal, da ist ein Zelt. Ja, da bin ich gerade auf dem Weg hin. Ah. Zelt, oh, muss das hier sein? Ein Anker. Oh, was war das?
Das war ein Schrei. Eventuell ein Angriffsschrei, die kommen auf uns zugerannt. Na kommt. Seid nett. Oh, verdammt. Ach, schade. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, oh. Oh, verdammt. Wie viel hält denn der aus? Na, ich treffe ihn gerade nicht richtig. Okay, der ist tot. Okay, ich brauche meine Pfeile. So, die rennen weg. Ich hoffe, die holen keine Verstärkung. Wieder lass sie schnell hin, mal gucken, was wir hier so alles finden. Notebook. Ersatzteile. Oh, ein Kochtopf. Mehlwand, Chips. Ein Rucksack, den man leider nicht nehmen kann. Kochtopf wird mitgenommen. Ja. Duct Tape wird mitgenommen. Okay, wollen wir jetzt mal da oben hingehen? Ich würde fast vorschlagen, hier abzuhauen direkt wieder. Wir haben die jetzt in die Flucht geschlagen, aber ich habe wesentlich weniger Pfeile, als mir lieb wäre. Naja, komm. Wir wollten da eh jetzt zum Baum hin und dann können wir von da aus gleich nach Hause. Ah, hier ist ein Totem, hier ist ein Totem. Okay. Ja, ein Totem habe ich von unten nämlich auch schon gesehen. Das wollte ich mir eigentlich angucken, deswegen wollte ich auf jeden Fall hier hoch. War mir nicht sicher, ob man hier von hier hinten gut hochkommt. Da war es Chicorée, sehr gut. Oh, Stoff, Stoff ist wichtig. Nee, ach, anscheinend schon wieder Dingstasse? Was wo? Na, Ringblume, sehr gut. Das ist die, die ich noch brauche. So, was ist jetzt hier mit. Kann man den Baum fällen? Nicht den Baum fällen, der ist hübsch. Ja, aber. Oh, hier ist ein Koffer. Wollt ihr mal auf? Oh, neue Klamotten. Was haben wir hier? Was ist das? Mit Dynamit können wir hier was wegsprengen. So Dynamit? Ich habe kein Dynamit, nein. Hoppala, ist ja schon. Ich leider auch nicht. Yay, ein neues Outfit. Ja, ich auch. Okay, kümmern wir uns später drum. Wir wissen ja genau, wo es ist. Dynamit, ich frag mich, was das zu bedeuten hat. Ich nehme mal an, da wird eine Höhle sein. Ja, das war nur der kleine Bach. Ja, den kennen wir schon. Ich frag mich, wie man da in das Boot reinkommt. Weil da war ja noch so eine verschlossene Tür. Eventuell braucht man sowas wie ein Brecheisen. Das könnte sein. Oder es gibt auch noch eine verbesserte Axt. Na, die Axt verbessern kann man auf jeden Fall so schon mal. Ja, aber es gibt allgemein noch eine bessere Axt. Irgendwo. Ich habe erfahren, es gibt ein Schwert. Ach, wirklich? Ich habe keine Ahnung wo und es klang so, als wäre es etwas, das man findet und nicht herstellt. Aber scheinbar. Okay. Ah, noch ein bisschen Geld. Oh, bei uns. Bei uns sind sie. Die wollen hier kostenlos wohnen, das geht nicht. Die müssen wir verjagen. Moment, ich muss kurz nachgucken. Verschwinde jetzt hier! Du wohnst hier nicht! Du wohnst in so einer Dreckshöhle. Woher willst du wissen, wo die wohnen? Eventuell haben die eine Stadt. Jetzt ist er ganz müde geworden. Wo seid ihr? Achso, du hast ihn erledigt. Jo. Ah, da oben ist noch einer. Bei Keulenhiebe und dann war er weg. Okay, der klettert auf den Baum! Ja, das können die. Und wenn die von da, glaube ich, runterspringen, machen die mehr Damage auf dich. Was ich gerne noch wüsste, ist, wie ich den Bogen. Oh. Wieder entspannen kann.
Frag mich, ob die dann eigentlich auch mal verbluten. Macht hier noch alles kaputt? Ah, verdammt, das war wieder ein Pfeil, den ich weniger habe. Aua. Oh, das war ein Sprung. Wie viel hält denn die aus, bitte? Viel. Okay, die Pfeile brauche ich. Ja. Komm mal mit. Vorsicht, da ist noch irgendwo einer auf dem Baum. Hm. Das ist jetzt meine Hausklavin. So. Aufs Feuer gepackt. Aber ich frag mich, was passiert ist. Oh. Ja, ja, war das deine Freundin? Na komm her, los. Epischer Kampf. Epischer Kampf. Los, komm her. Komm her. Epischer Kampf. Du kommst klar? Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja. Ich mache nämlich gerade mein Essen sonst. So. Der epische Kampf ist vorbei. Ich habe gewonnen. Er hat mir leider eine Rüstung zerstört. Aber ich habe da jetzt ganz viele Knochen. Oh, ich kann schon gar keine Knochen mehr tragen, also wenn du ein paar Knochen haben willst. Klar, nehme ich. Du verschwendest das ganze Fleisch. Was für Fleisch? Na, deren Fleisch. Ah, das schmeckt doch nicht. Okay, ich frage mich. Okay, ich habe hier mehrere Keulen. Kann ich... Aber darfst du jetzt sogar am Tage angreifen? Handgemachte Keule und Keule habe ich. Die handgemachte Keule scheint besser zu sein. Ah, die bleiben dann einfach liegen, okay. Es regnet. Ah, sehr schön. Ich habe mir ein Dings da gebaut, ein Vogelhäuschen, weil ich mir dachte, wenn da die Vögel sind, dann fallen da bestimmt ab und zu mal Federn ab. Es ist tatsächlich so, wenn du das Vogelhaus hast, kannst du da einfach draus mehrere Federn direkt sammeln auf Knopfdruck. Ah, cool. Da habe ich jetzt so 4 bekommen. Oh, meine Rüstung ist schon fast voll. Das ist super, glaube ich. Aber ich würde sagen, diese Nacht lass uns mal lieber schlafen gehen. Okay. Und bereit? Okay. Ich auch. Oh. So, Frühstück. Ja, brauche ich jetzt auch unbedingt. Dann nehmen wir uns mal was von dem Fleisch. Alles nass. Ah, das war gut. Noch eine Feder, sehr schön. Also irgendwas stimmt hier, glaube ich, immer noch nicht mit meinen Einstellungen. Weil ab und zu läuft das Spiel so ein bisschen schneller und das kriseliger. Und dann nach einer Weile geht's wieder. Da läuft es dann wieder normal und ohne Krise, Sterne. Okay. Ich weiß nicht genau, was Krise-Sterne sind, aber... Naja, das ist immer so ein bisschen verschwommenes Bild, sage ich mal. Hast du eigentlich Federn? Nee. So, irgendwo müsste hier doch eigentlich noch mein Speer rumliegen. Theoretisch. Habe ich ja irgendwo hingeworfen.
Frag mich nur wo. Ist hier irgendwo hingeflogen. So. Oh, hier kann man was anzünden. Ja, das habe ich selbst gebaut. Das ist eine kleine Kerze. Sehr cool. Habe ich mal angezündet. Och man, jetzt ist mein Speer wahrscheinlich weg. Brauchst du dir einen neuen? Ja, trotzdem. Na, ich würde jetzt erstmal ein paar Bäume fällen. Muss ja wieder das ganze Lager auffüllen. So, 13 Pfeile habe ich jetzt. Also ich baue jetzt, denke ich mal, erstmal meine Plattform fertig und dann baue ich mal so ein kleines Floß. Oh, das ist ja... cool! Was denn? Bei mir hat sich gerade ein Vogel auf meine Hand gesetzt. Ach so, ja, das passiert ab und zu. So. Na, da hat irgendjemand den Baumstamm nicht richtig ins Lager gelegt. Was ist los? Okay. Ah, lebt noch. Ja, die Dinger halten eine Menge aus. Wie kann ich es wieder umdrehen? Einfach fahren. Ah, okay. Und hoffen, dass du nicht in die Luft geschleudert wirst. Nee, alles gut. Trag eine fette Rüstung. Da fliege ich nicht mehr so leicht hoch. So, was kann ich denn hier eigentlich noch machen, so Schönes? Irgendwo was hingerollt. Feuer, Unterkünfte, Trockengestellte. Wir könnten hier aber vielleicht auch nochmal einen Zaun bauen. So ein bisschen. Garten, aber ich weiß nicht, ob die halt ganz easy kaputt gemacht werden können. Weiß ich auch nicht. Noch ein Korb. Rüstungsgestell. Felsfeder. Signalflagge. Na, nee. Baumharzsammler eventuell. Feuerstelle bringt ja leider überhaupt nichts, nach dem, was ich bisher so festgestellt habe. Oh, bei mir ist ein Vogel gelandet. Sehr schön. Wow, man kann auch einen Baumstumpf komplett kaputt hacken. Ja, aber dadurch wächst dann nie mehr was dort nach, deswegen... Ja, ja, das ist mir gerade aus Versehen passiert, weil der neben direkt ein Baum war. Schlingfallen, dazu brauchen wir wieder Seile. Verteidigungsdornen, Katapult, Flöße. Was kann ich nur aus Knochen alles machen? Ah, dann nur die Keulen. Orlando, was? Ja, aus Schäden meinte ich. Achso. Eine Lampe. Also auch aus den Schädeln bauen. Ja, weiß ich, die habe ich hier schon rumliegen. Ah, okay. Ja, du hast auch schon ein bisschen das Lager wieder aufgefüllt. Das Holzlager? Also, nee, das sind nur deine Bäume. Die lagen mir hier ein bisschen im Weg. Achso. So. Ah, ich sehe bei dir auch gerade die Knochenrüstung. Wollte gerade fragen, wie sehe ich aus? Zeig mal. ehrlich gesagt sehe ich bei dir nur was an der Hand.
Ja, bei dir sehe ich was an den am rechten Bein, am rechten Arm und am Dings da, am Torso. Ja, ich habe aber auch schon mir 4 Rüstungen hergestellt. Ach, man muss sich mehrere davon herstellen? Ja, genau. Okay. Du kannst 2, 4, 6, 8, 10 Rüstungen tragen. Dann brauche ich mehr Knochen. Ja. Es windet! Nee, bei mir nicht. So, das ist voll und das ist auch schon voll. Ja, Holzlager für die Nacht wieder aufgebaut. Lagerung. Wo ist denn das Waffenlager? Hier, Waffenhalter. Ja, na gut, lassen wir das hier unten. So. Liegt die Handart, liegt die Keulechen noch rum? Nee, sieht nicht so aus. Ah, aber wieder ein Baumstumpf in der Nähe. Passt ein bisschen drauf auf. Ist nicht schlimm, wenn da ab und zu mal einer erwischt, aber wenn keine mehr da sind, dann haben wir ein kleines Problem. Vorsicht, Baumfeld. Ja, das Lager ist auch voll hier. Aber ich brauche ja noch, ich denke mal so 100 Holz. Also willst du irgendwas ganz Kleines bauen? Genau. Also nur für die Plattform natürlich. Oh, ich bin auf 100 Bäumen geklettert. Hey! Errungenschaft. Pass ein Was bisschen denn? auf, du hast das auf meine Hasenfalle fallen lassen. Oh, verdammt, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass der dadurch was passiert ist, aber trotzdem. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Ich würde fast sagen, ach Gott, da sind Gegner. Oh nein. Die sind nicht in der Nähe. Okay. Ich würde fast sagen, wir beenden mal die Folge. Ja, können wir machen. Dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios. Ciao.